So, und damit herzlich willkommen zum Lost Treasure of Ancient Greece, dem verlorenen Schatz des antiken Griechenland. Ja, und das ist der vierte und letzte Teil dieser Johnny Thunders Adventure-Reihe von den Lego, ja, von den ganz alten Lego-Browser-Games, die ich damals früher als Kind gespielt habe. Mehrmals. Vor allem das hier fand ich, glaube ich, am besten, soweit ich mich noch erinnern kann. Und na, natürlich auch auf hart, ne? I don't think I can take much more of this boring, cold, foggy weather. Telegram! It's from Dr. Kilroy. The weather is lovely in Greece. Have found evidence that the treasure of King Minos exists. Come at once! Go to sunny Greece? And look for treasure? Ace! You don't have to ask us twice. Du kleine Schlingel, du. A trip to Greece. Don't mind if I do. Ich habe keine Ahnung, warum dieser komische böse Doktor immer da ist, wo wir sind, aber naja, es war wahrscheinlich so eine Art Gegenspieler. Johnny, Pippin, do you remember the myth of King Minos? Oh, sure do, mate. Minos was the king of the island of Crete in ancient times. The gods were angry at King Minos, so they put a curse on his wife. Well, the curse caused her to give birth to a terrifying beast. The beast was half man and half bull. That's right. So King Minos had a huge maze built to hide the monster. They called him the Minotaur. Precisely. And my theory is that someone used the Minotaur in the maze to guard the sacred golden bull of the ancient world. But I thought that no modern man has ever been able to find the maze. Yes, my dear. No one until now. Just last week, a fisherman found this piece of a vase near an ancient shipwreck. It looks like part of a map. If we can find the rest of the vase, it might show us where the maze is. Johnny, are you willing to do a little deep sea diving for some vase parts? You bet. See you in a jiffy. Good luck, Johnny. I'll be waiting as well, Johnny boy. Okay, ja gut, grob zusammengefasst, es geht wohl da um irgendeinen Schatz von einem König Minos, der wohl halb Stier Mensch war. Mehr müsst ihr nicht wissen. Nee, weil das ist halt, ne? Also, help. Click Johnny and hold down the mouse button. Drag the mouse to make Johnny go left or right. Naja, irgendwie werden wir das schon schaffen. Ah, verstehe. Ah ja, stimmt, es ging einfach darum, Schätze zu suchen, genau. Erstmal hier unter Wasser. Ja, nicht da, du Idiot. Da. Mann, ey. So. Oh, okay, das wusste ich nicht. Also nicht mehr, dass da wohl Zitterale sind. Okay, die Fische kann ich aber verjagen. Ich darf nur nicht die Zitterale berühren. Und warum mache ich das? Achso, okay. Das macht er automatisch, wenn er wieder Luft holen muss. Ich verstehe, verstehe. Gotcha. Kann ich wirklich beeinflussen, sowas? Das hatte doch jetzt extra gemacht, dass er auf mich zugeschwommen ist. Kleine Drecksau. Okay, das sieht ein bisschen bescheuert aus. Und ich glaube auch nicht, dass man sich unter Wasser so bewegen kann. Sind das da etwa Münzen? Tatsächlich. Oh Mann. Warum habe ich jetzt wieder 0 Punkte? Muss ich... Oder warte mal, wenn ich mich rühren lasse? Ich muss mal was ausprobieren. Da hat es ihn wohl aus dem Leben geploppt. Ach du Scheiße. Okay, das war aber ein Bug.
Ich wüsste halt nicht, was ich da sonst noch besser machen sollte, ne? Und steht hier ja 330. Und dann hat er wieder 0. Keine Sorge, der kuppelt wieder runter. Oh Mann. Ah, okay, ich verstehe. Wenn er sich von den Dingern treffen lässt, dann... dann ist die Luft schneller raus. Okay, dann weiß ich Bescheid. So, weg mit euch, ihr Fische. Bloß einfach nicht erwischen. So, ja, toll. So, ein bisschen ducken, dass sie mich nicht erwischen. Und dann passt das, denke ich, schon. Bin aber auch irgendwie ein bisschen darauf angewiesen, auf die Schätze, die hier so kommen, ne? Denke ich. Ich denke mal, ab einer bestimmten Punktzahl kann ich dann erst wieder... Also habe ich das geschafft. Einfach nicht treffen lassen. Na, und da sind es wieder 0. Ist das nicht schön? Na, komm, jetzt mal die Vase da. Jetzt, Junge. Boah, nee. Ist das ein Drecksau? So. Ja, aber ich denke, wenn ich mich nicht erwischen lasse, dann sollte das eigentlich kein Problemchen sein. Wahrscheinlich wie ab 400 oder 500, keine Ahnung, da habe ich dann erst geschafft. Schwierig zu sagen. Schön, das aber hier nichts beeinflussen zu können, ne? So richtig. Okay, die Schatzrunde, die bringt 200. Ja, und jetzt ist schon wieder. Oder... vielleicht muss ich dann, wenn ich merke, dass das Oxygen ausgeht, in der Nähe von da oben sein, dass die Punkte nicht ganz so so sehr abgezogen werden. Das kann natürlich aus... Ey, das kann ich doch nicht beeinflussen, sowas, wenn die direkt auf mich zuschwimmt. Sondern so schnell, so unfair. Warum sind manche Spiele einfach so unfair? Da schon wieder. Einfach unfair, die Spiele. So, jetzt bin ich mal hier schon mal so weit oben. Halt. So, ne? Schauen. Geh mal nach oben, komm. Scheint mir auch nicht wirklich was zu bringen. Verdammt nochmal. Wie soll das denn gehen? Komm, ich mach nochmal Help. Ah ne, geht nicht. Das Spiel läuft schon interessanterweise trotzdem weiter. Nee. Ich wüsste nicht, auf was ich da noch so Einfluss nehmen sollte. Die scheinen mir da schon irgendwie mehr, wie Glück vorzukommen. Dass es hier auf den Glücksfaktor ankommt. Wenn das so ist, dann ist das irgendwie ein bisschen blöd. Weil lange Zeit zum Beispiel kommt ja nichts, ne? So was die Schätze angeht und so. Vielleicht hätte ich dann doch in dem Fall auf leicht nehmen sollen, dass das einfach etwas fairer ist. Das kommt mir dann doch hier schon ein bisschen unfair vor, tatsächlich. Ne, das ist halt direkt wieder alles auf Null, ne? Ne, gut, ich glaube, ich mache es tatsächlich nur mal auf einfach. Ich denke, das ist dann etwas besser in dem Fall tatsächlich. So, ja, ich versuche es nochmal jetzt auf... einfach, ich hoffe, dass das ein bisschen fairer ist, das Ganze. Ja, die sind ja jetzt schon eher hier, die Schätze. Okay, das war scheiße. Oh Mann, nee, das ist unfair. Immer noch. Aber...
Hätte ja sein können, dass man dann irgendwie vielleicht auch da oben irgendwie hin muss. Um dann, dann vielleicht zwischendurch Luft zu holen, aber irgendwie scheint das hier gar nicht möglich zu sein. Ne? Oh. Oh, komm schon. Okay, jetzt habe ich jetzt schon 570. Und das hat immer noch kein Ende. Das kann ja nicht das Rätselslösung sein hier. Jetzt schon über 600. 500. 870. 880. Das muss man hinter haben. 890. 140. Über 1000. Ah ja, wenn man in der Nähe ist, dann wird er nicht so viel abgezogen. Das ist schon mal ganz gut. Aber auch schwer scheint es irgendwie nicht funktioniert zu haben. Komm, da bin ich durch. Jawohl. Oh mein Gott. Ah. Darauf musste ich also warten. Take a gander at this. It's a map that shows one of the islands. And the entrance to the maze. At last, I'll be able to find the golden bull. Smile, everyone. Na, du, wir sind dead. Let's see if we can rent it and go to the island. Hey, it's Sam. Watch it. Was für der Drecksau. I should have known he'd come after the golden bull. He wants it for his private collection. He's got the map. Yeah, but I've got a photographic memory. No problem. Looks like Sam got here first. Well, that must be the entrance to the maze. Remember, not only do we hope the golden bull is somewhere in this maze, but Sam is in there, and possibly the Minotaur too. Be very careful. So, wir müssen da irgendwie durch. Sammle die Schlüssel, Seile und das Gold. Und hüte dich vor Sam Sinister und den Minotaurus. Naja, wir schauen quasi alle drei gleichzeitig, auch nicht schlecht. Tja, bisher ist ja noch alles ruhig. A rope might come in handy. Bitte was? Aha. I got it. Verstehe. Na ja, okay, das war das. Ah ja, da sehe ich schon den zweiten Schlüssel. Okay, dass wir vor dem Minotaurus uns hüten sollen, das kann ich ja noch verstehen. Aber warum vor dieser Witzfigur da? Das ist einfach nur ein komischer Kauz. Und wir sind zu dritt vor allem. Und der sieht nicht so aus, als ob er es mit uns aufnehmen könnte. Ja gut, und Minotaurus ist natürlich was anderes. Ne? Das ist ein wild gewordener Bulle. Also ein bisschen ein Mensch-Bullen-Hybrid. Oh Gott. Da ist er. Oh nein. Aber natürlich muss ich den Schlüssel da bewachen. Das ist wahrscheinlich nur der Ausgang. Eigentlich könnte er auch den Doktor jagen, ne? Da, also diesen komischen Sam Sinister oder wie der da heißt, der Dude. Können wir denn schon hier raus? Very interesting. A mural showing the golden bull in an ancient temple at the top of a mountain. So the golden bull isn't in this maze. It's on that mountain. Holy moly! Look at this! Looks like we need one more key. Ja gut, das hätte ich auch vorher sagen können, aber wo ist dieser?
Oh Gott. Okay, das war jetzt ein bisschen knapp. Der Minotaurus sieht mir aber nicht gerade nach Lego aus. Das sieht hier so aus wie so eine Zeichentrickfigur einfach. Nee, komm. Kannst du nicht bringen, so. The treasure will be mine. Ach so. Er stiehlt einfach alles. Das ist natürlich sehr frech. Aber die Frage ist, wieso rennt er dann nicht damit weg, sondern tut die Schlüssel wieder dahin, wo sie vorher waren. Das ist irgendwie nicht gerade logisch, was er da gerade gemacht hat. So, wo die letzte Schlüssel ist, wissen wir ja schon. Ja gut, das Gold und die Seile muss ich jetzt eigentlich nicht unbedingt alle haben. Hauptsache, wir lassen uns nicht wieder erwischen. So, und jetzt geht's wieder zurück. How do we open it? Let's try the keys. Look, the view is exactly the same as in the mural. Now the golden bull should be at the top of those cliffs. Right, now let's use these ropes to get down to the shore and back to our boat, so we can beat Sam to the golden bull. Hey, so I'm sorry, adventurers. Too late. Sam's out. I'll just nab the treasure from Johnny Boy. Oh, there should be a law against what I'm about to do. Oh, wait, there is. Oh well, who cares? Billige Mannsche Lache. Get ready to be on the cover of World Magazine. Good luck, Johnny. Move, Johnny, with the keys. Watch out for falling rocks. Ah ja. Die Kleinen sind nicht gefährlich. Aber sie sind gefolgt von größeren. Okay. Ja, bleib weg von diesen komischen Vögeln. New Water Reserve. You can find water pools on the way on the top. Alles klar, weiß ich Bescheid. Ich denke, das ist machbar. Ah, water. So, ist alles kein Problem bisher. Ah, water. Ja, gut, das mit dem Wasser ist ja auch kein Problem. Oh, aber die Vögel sind offensichtlich eins. Es geht aber anscheinend nicht. Ah, okay, das sind einfach wie Speicherstände quasi. Okay, jetzt wird es doch ein bisschen gefährlicher. Ah, Wasser! Haha, ich war aber bei Wasser. Okay, das ist doch nicht viel Speicherstelle hier. Wofür sind die denn gut, Mensch? Hä? Ich hab dich gar nicht berührt. Nee, ne? Oh, toll. Ey, unfair, ich konnte mich nicht wehren. Da war ich jetzt gefangen. Unverschämtheit. That was a close one. Ah, water. Die Vögel machen mich hier echt fertig. Ah, water. Ich weiß gar nicht, warum.
ob ich das Wasser mal unbedingt haben muss. Ja, gut, auf. Oh Gott. Auf Hard wäre es wahrscheinlich dann noch knapper mit dem Wasserverbrauch. Wie, jetzt kommt Vogel. Ey, nee. Ey. Boah, nee. Ich wusste, dass es geht, weil. Das ging ja nicht anders. Boah, die Vögel, die. Ach. Genau, dann muss natürlich ein Vogel kurz, ja, sowas von klar. Boah, ey, Mann. I'm almost there. Naja, wir haben es geschafft. Phew, I did it. I guess you can do things the hard way, or if you're lazy like me, the easy way. This is gonna be like taking candy from a baby. Was für ein Cheater. I guess you never heard the one about the guy who flew too close to the sun, eh? There. That'll hold you for a while. You haven't seen the last of me, Thunder. What is it, Dit? Well done, adventurer. Eh? Who's there? I am the keeper of the Golden Bowl. You have surpassed many obstacles to come this far. But you must pass one more test to prove you are worthy of this great treasure. Now, there's no time like the present. Let's give it a bow. Okay, was kommt denn jetzt? Ja gut, okay, das wird schon schief gehen. Cracked ones break easily. Okay, wahrscheinlich muss man einfach den Kampf gegen die Minotaurus gewinnen, oder was? Ah, the solid ones break the cracked ones. You blocked my four across. Ouch, that hurts. Tja. Four across. I did it. That was a piece of cake. And what a beaut she is. I reckon we can call it a day. Good job. We can add this to the museum's collection of sacred golden statues of the ancient world. What about Sam? Oh, I'll send someone back to untie him. Eventually. Tja, der wird doch nicht von Minotaurus gefressen, glaube ich mal, ne? Ja, und das war tatsächlich das Ende dieser, ja, dieses, sag ich mal, Vierteilers von damals. Ja gut, als Kind fand ich das dann doch schon ziemlich faszinierend, muss ich sagen, das Ganze. Wahrscheinlich war das so, weil ich, ja gut, das ist, ich meine, das war für die damalige Zeit, wie alt war ich da? Grundschule, wie alt war ich da so? 19, 11 Jahre? Naja gut, das war 2000... ich muss mir das überlegen. 2004, 5, 6 so, ne? Also, für die damalige Zeit war das sicherlich schon gut. Ja gut, heute bin ich da nicht mehr ganz so begeistert davon, ne? Aber ist ja irgendwie klar. Nö, aber trotzdem. Irgendwie was fand ich das trotzdem mal ganz nett, wieder so eine kleine Zeitreise zu machen. Was diese alten Browserspiele angeht. Und wie gesagt, falls jemand von euch noch so alte Browserspiele kennt, die ihr damals in eurer Jugend oder ja, wie auch in eurer Kindheit so gespielt hat, und hier vielleicht hier mal auf dem Kanal gerne sehen könnt, könnt ihr mir das natürlich gerne sagen. Ja, ansonsten war es das erstmal mit meiner Retro-Browser-Game-Reihe. Und ja, dann sehen wir uns dann halt zu meinem nächsten Video, was auch immer das sein wird, wieder. Aber bis es soweit ist, will ich dann auch hier viel mal sagen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Bärenbruder.